Es ist das Jahr 1888 und Eröffnungsabend des Vereinshauses der Deutsch-Amerikanischen Schützengesellschaft. Die 1400 Vereinsmitglieder aus 24 Schützenvereinen versammeln sich ein letztes Mal an ihrem vorläufigen Treff in der Bowery und marschieren gemeinsam den kurzen Weg zu ihrem neuen Domizil. Das Gebäude ist festlich geschmückt und mit den Nationalfarben Deutschlands und der USA behängt. Sie verhüllen die üppige Ornamentik, das Steildach und die Terrakotta-Skulpturen des Neorenaissance-Baus, der typisch für den deutschen Baustil jener Zeit ist. Wenn man nach oben schaut, sieht man die ursprüngliche Inschrift auf der Fassade des Gebäudes. Während heute der Ausdruck Bürgerwehr oder Miliz oft mit Gesetzeslosigkeit und Extremismus in Verbindung gebracht wird, waren die Bürgerwehren New Yorks im Jahr 1888 eine Art Nachbarschaftswache. Und das Vereinshaus der Deutsch-Amerikanischen Schützengesellschaft war ein Versammlungsort für deren Mitglieder. Im Keller des Gebäudes befand sich ein kleiner Schießstand. Doch das Schießen fand meist auf Schießplätzen in Brooklyn und Queens statt. Die Vereinsaktivitäten beschränkten sich nicht auf Schießübungen. Das Gebäude hatte auch eine Kegelbahn, eine Bar, ein Restaurant und Versammlungsräume. Schießübungen waren ein Zeitvertreib der Mittelschicht. Doch als das Vereinshaus 1888 gegründet wurde, etwa 20 Jahre nach dem Bürgerkrieg, befand sich das Hobby bereits im Niedergang. Die Schießübungen verloren wohl durch das Blutvergießen und die Gewalt des Bürgerkriegs ihre Attraktivität als Freizeitaktivität. Zur Blütezeit der Schützenvereine war das Vereinshaus die Verbindung zwischen dem Stadtteil Kleindeutschland, Little Germany, und den deutschstämmigen Amerikanern, die aus den Vierteln nach Yorkville in die Upper East Side oder in die Vororte zogen. Heute beherbergt das Wahrzeichen das Yoga to the People Studio, das kostenlosen Yoga-Unterricht anbietet. Das hätten sich die Mitglieder der Bürgerwehr vermutlich nicht träumen lassen.